Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eines Videos, angespielt, weiß ich noch gar nicht, gucken wir mal. Und zwar das Spiel Punball kam vor kurzem raus, eigentlich am 6.11., glaube ich, habe ich die 5.11., 6.11. habe ich die Information bekommen, dass das Spiel im Play Store released wurde. Ich habe mich davor registrieren lassen. Ist von den gleichen Entwicklern wie Archero, wenn ich mir das richtig gesehen hatte, und sieht halt echt ein bisschen so danach aus, ne? Monster werde ich angreifen. Dies ist dann Held. Ziehen zum Zielen wischen. Und wir müssen halt im Prinzip. Oh, yeah. Wir müssen halt. Wir müssen halt die Gegner besiegen, indem wir sie hier mit unserem Ding angreifen. Das ist im Vergleich zu Archer, wo Archer natürlich Kugel plus 1, okay. Anzahl der Kugeln. Mhm. Ah, bin ich schlecht, Alter. Ah, ist das schlecht! Archer. Ach, kriege ich das dann immer plus 1 oder wie? Jetzt habe ich immer 2 Kugeln oder wie? Eine neue Fähigkeit erhalten. Lassen wir hier 2 Kugeln reinballern. Genau, wunderschön. Nochmal auf die Fähigkeit. Feuerkugel, Blitzkugel, schwarzes Lochkugel. Oha, schwarze Lochkugel klingt, glaube ich, fügt fein einmalig großen Schaden zu. 20.000 Damage habe ich da gerade gesehen. Okay, das sieht echt interessant aus, muss man sagen. Wir kriegen halt immer mehr Kugeln. Ne, ihr seht, ich habe jetzt 6. So. Ah, die schwarze Lochkugel habe ich also immer, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. So, dann machen wir das doch mal so. Dann wird die schwarze Lochkugel nämlich die zuerst killen und dann so Schaden machen, okay. Und jetzt gerne. Ah, ihr seid aber auch Schweine. Oh gut, die schwarze Lochkugel hat die gleich zuerst gekillt. Oh, sehr, sehr nice. 44er Kombo. Und wir kriegen jedes Mal Gold dafür, wenn wir hier Gegner angreifen, ne? So, schwarze Lochkugel. Und wir kriegen eine neue Fähigkeit. Sehr, sehr cooles System. Raketenkugel, super Einstieg. Frostkugel. Mal in die Raketenkugel. Schießt eine Rakete auf schwächsten Feind. Mhm. Na, somit wird Auto. Oh, ich habe Schaden. Warum habe ich Schaden bekommen? Weil der immer spuckt, ne? Der Typ hier. Den muss ich halt einmal killen. So, jetzt haben wir dummerweise natürlich, gut, müssen wir so machen. 2000 Schaden machen wir sogar nur. Das ist nicht, nice, so viele, aua, so viele Dingensen. Achso, ich glaube, es ist sowieso immer da gedacht, dass man verreckt, ne? Also es ist halt, wie gesagt, wie ein Archer auch, dass wir halt immer so weit spielen müssen, wie wir kommen. Und dann ist es halt, na, da muss man halt und verbessern und Dinge freikaufen oder immer wieder weiter probieren und so weiter. Ne, greift mich ja die ganze Zeit an. Die hässlichen Dreckschweine. Die hässlichen, ja, Schweine kann man sozusagen, was? Sind auch Schweine. Sieht so ein bisschen raus. 300 Schaden macht die Raketen. Finde ich auch nicht verkehrt. So, 14 Kugeln schieße ich jetzt immer. Ah, cool. Ich schieße regelmäßig diese Bomben, diese Raketen. Okay, das war leider bad. Zerstörungskugel, Stärke und Spaltkugel. Wenn man eine Zerstörungskugel wirft, alle 100 Kombos schwarze Lochkugeln. Okay. Das ist jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Ah. Okay, das hat uns noch ein bisschen was gebracht. Wir werden jetzt von links angreifen. Damit die schwarze Lochkugel eventuell den 2-3er killt, weißt du? Okay. Das war absolut disgusting. Das Ding schießt leider immer direkt auf mich. Okay. Dann. Schwarze Lochkugel musste leider. Leider hin. Aua, aua, aua. Okay. So. Sehr schön. So. Ding, 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 ding. Und wieder neue. Neue, noch mehr Kugeln. 171er Kombo. Das war nice, muss ich sagen. Spezialkombo weniger als mehr Frostkugel. Spezialkombo mal 5. Spezialkombo hat mehr Kombos mit jedem Angriff. Okay. Ja, das war jetzt nicht so sinnvoll. Aber gut. 21 Kugeln baller ich mittlerweile. Oh, ich wollte eigentlich das Schweinchen treffen. Aber gut. Mittlerweile schießen wir auch ziemlich viele Kugeln, dass wir ja mal wieder viel treffen. Blitzkugel aufrüsten, V-Laserkugel, Todesrakete. Erzeugt viele Raketen beim Tod von Feinden.
Oh, da ist eine. Spring auf ein beliebiges Feld, die Spider mit IE. Ah ja. Spider mit IE. Wer kennt's nicht? Okay, wir haben mehr Spiders. Mit jedem einzelnen Level kommen wir halt einen Punkt nach oben, was die Dings angeht. Was das Level angeht. Na, leider bouncen sie einfach wieder zurück. Oh, getötet. Nice. 4000 Leben. Das ist krass. Na gut, 2000 Schaden ist jetzt nicht so heftig, ne? Ich meine, schwarzes Loch, 2000 Schaden. Geht so. Ich meine, die Gegner haben jetzt einfach 5000 Leben. Aber gut, wir werden sicherlich auch stärker werden noch mit der Zeit. Schauen wir mal. Oh, ich hätte gerne die Fähigkeit gehabt, aber die kriege ich noch nicht. Wir haben auch nur noch 140 Leben. Das ist jetzt nicht mehr viel. Sollen wir mit dem mal killen? Ach, schade. Aber wir machen auch nicht so viel Schaden, ne? H-Laser-Kuh, V-Laser-Kuh, Doppeleffekt. Chance-Kombo-Fähigkeiten zweimal auszulösen. Naja, zack, zack, zack. 150er, 160er Kombo gleich. Aua. Ach, guck mal, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der macht immer mehr Schaden, wenn er bei uns ist. Logisch. 26 Kugeln ballern wir jetzt raus. Oh. Geh wieder zurück. Na gut, das war's dann. Das war's gewesen. Wir haben insgesamt 27 Kugeln bekommen. Aber wir können den hier noch killen. Hier mal noch hin. 700 Gold haben wir, aber leider spucken sie mich an und töten mich dadurch. Ding, 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 ding. Na, an sich coole Skills. Okay. Erste Runde haben wir bis Level 35 geschafft. 38,6% der Spielermodusität. Abenteuer Level 2 erreicht. Oh, echt nur Level 2, ja? Ist ja nicht so viel gewesen. Und wir haben ein neues Talent freigeschaltet. Womit wir halt dauerhaft immer stärker werden, ne? Plus 10 Schaden. Oh ja, nice. Ah, guck mal. EP plus 50, ja. Angriff plus 10. Oha, was haben wir hier freigeschaltet? Eine zusätzliche Fähigkeit zu Beginn des Spiels. Genie-Magier. Oh. Oh. Was war das denn gerade? So, okay, was haben wir denn sonst noch so, was wir mit Gold machen können? Einige Münzen gratis, 3000 für eine Werbung. So, da haben wir uns mal 3000 Münzen geholt. Was haben wir hier noch? Heiße Wüste. Ah, okay. Like our Fan P. Permanent. 2000. Oh, nice. Empfangen. Nehmen wir mit. Verfällt in 419 Tagen. Ach hier. Permanent. Alles klar. Einfach auf Chinesisch. Was haben wir hier schönes? Einmalige Belohnung. Sehr nice. Epische Belohnung. Auf 1800 gibt es einen Poseidon-Stab. Relikt. Epische Ausrüstung. Level 1 von 30. Deck plus 25. Welle freiem GP unter 30% stößt ein Monster. Angriff plus 5. Okay. Ah, die ganzen Übersetzungen sind jetzt noch nicht perfekt. So, was haben wir hier? 25 haben wir erledigt. Das ist halt ähnlich wie ein Archero. Archero. Aber was ich ganz cool finde, ist, dass wir nur einen Talentbaum haben und das immer wieder verbessert wird. Das finde ich halt sehr, sehr nice. Bei meiner Lern für Fähigkeiten 50 GP heilen. So, kann ich das schon machen? Ne, Level unzureichend. Jetzt brauche ich Level 2. Ah ja, genau. Hier Level 1. Ne? Jetzt brauche ich halt ein höheres Level dafür. Level 3 brauche ich hierfür. Und diese Kristalle will ich auch noch haben. Wo kriege ich die denn her? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt 20, 30 Schaden dazu bekommen und 100 Leben. 100. So, Stufe 1, heiße Wüste, Stufe 2, schmutzige Wüste und so weiter und so fort gibt es hier, ne? Dann, was haben wir hier? Freunde einladen habe ich leider keine. Das tut mir leid. Okay, wir haben auf jeden Fall nur diesen Talentstrang, was ich sehr cool finde. Und wir kriegen halt immer wieder neue Stats dazu, ne? Level 20, Level 40 und so weiter. Und hier gibt es halt 200 Leben, 40 Schaden. Sogar irgendwo Rüstung habe ich gerade gesehen. Hier, minus 300 Schaden. Wenn Monster in die Nähe kommen. Ah, wie viel Level gibt es denn hier, bitte schön? Krasse Sache. Und dann gehen wir einfach mal in die nächste, ne? Ich glaube, 50 habe ich gerade gesehen, ist das Maximum gewesen. Und wenn ich jetzt einfach mal hier ein Bällchen raushaue, kriege ich eine zweite Kugel dazu und weiter und so fort. Und jetzt haben wir 600 Leben. Bling, bling. 130 Schaden machen wir jetzt. Ah, ist schon okay. So, kennen wir die mal. Zack, 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 zack. Sollten wir auf jeden Fall jetzt vielleicht bis Level 50 hinkommen, mal gucken.
Auf jeden Fall lustig. Vielleicht machen wir dann auch ein Let's Play, so wie von Archer. Hatten wir ja auch einige Let's Plays gemacht worden, einige Let's Play-Folgen. Ohne Fähigkeit, nehmen wir mit. So, was kriegen wir denn schön? Jetzt müssen wir natürlich versuchen, erstmal alles rauszufinden, was hier macht. Kampfkugel. Höherer Schaden gegen nahe Feinde, alles klar. Okay, treffe ich nicht. Mhm. Oh, dafür habe ich die andere Kugel mitgenommen. Dann holen wir uns erstmal die. Boah. So, dann haben wir noch eine neue Kugel. Na, dann nehmen wir die erstmal mit. Noch mehr Kugeln, aber müssen wir erstmal die hier killen, weil die kommen ein bisschen verdächtig nahe, kommen die mir. Dann sind wir jetzt bei wie viel Kugeln? 9, okay. Dann holen wir uns gleich die Fähigkeit, ne? Ich kriege ich jetzt gerade nicht mehr. Schlecht. Wichtig ist die Fähigkeit immer gleich am Anfang zu holen, ne? Wenn sie gerade gespawnt wird. Um einfach den Nutzen mehr zu haben. Scharfschützenkugel. Höhere Schaden gegen weiter entfernte Gegner. Okay, ist auch in Ordnung. Na, wer Archer kennt, ein paar Fähigkeiten davon kennen wir ja noch, dann kann man das schon so ein bisschen ableiten, was das ist, ne? Schießt mit einer Erbsenschütze. Dann möchte ich gerne erstmal killen. Leider hatte er Bodyguards gehabt. Ist ja nicht so schön. Aber wunderbar. Haben mitgenommen, sogar ein Level noch mitgenommen. Spezialkugeln verstärken, Frostkugel wahrscheinlich verlangsamen. Genau, ne? Werden eingefroren, können sich nicht mehr bewegen. Oh, wow, das war so schlecht. Oh mein Gott, war das schlecht. Hat keiner gesehen. Hat niemand gesehen. Überhaupt keiner hat das gesehen. Sehr schön. So muss das sein. Ach, verdammt. Und ein bisschen Leben noch mitgenommen, wunderschön. So, dann gehen wir hier gleich mal die anderen killen. Krieg ich die Kugel mit? Nice. Sehr schön. Wir haben wieder 60 Gold dazu bekommen. Wichtig, um unsere... Ach Gottchen. Um unsere Talente zu verbessern. Ah, Level 20 sind wir schon. Und wieder eine neue Fähigkeit. Todesrakete und Todesblitz. Ja, das ist wichtig, wenn sie Feinde sterben, werden erst ein paar Raketen gezündet. Um Schaden zu machen. So, danke sehr. Wunderbar. Kann er trotzdem schießen? Ne, wunderbar. Er kann auch nicht schießen, wenn er eingefroren ist. Wunderschön. Das freut mich doch. Schaffen wir es jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig, glaube. So, machen wir mal so, damit die nämlich da oben angegriffen werden. Zwar kriegen wir noch nicht meine extra Kugel, die bleiben glücklicherweise, aber das finde ich gut. Ja. Dinge bleiben alle. Stärke normale Kugel, mehr Schaden, Feuerkugel aufrüsten. Zweimal normale Kugel werden Feuer. Okay. Sehr nice. Oh, da hat man Feuerkugeln gehabt, die gehen ja wahrscheinlich verbrennen über die Zeit. 1530. Ja, nice. Ich möchte gerne, dass wir diese Kugel da hinten haben. Hat leider nicht viel gebracht. Das war ein leider verschwendeter Run. Oh, aber ich will diese Kugeln haben, unbedingt. Nice! Zack, verbrenne, du Spinne! Huah. Mhm, stehen wir gut auf jeden Fall. 26 Kugeln werden hier mal eben weggeballert. Nehmen wir die Kugel mit. Das Spuckding ist auch tot. Leider hat es mich noch einmal anspucken können. Ja.
Raketen aufrüsten, Spezialkonverstärkung, Musikbau. Machen wir das hier. Zwei normale Kugeln werden Raketen umgewandelt, alles klar. Dann killen wir mal die da hinten. Die kommen natürlich schon beträchtlich nahe. Die sollten wir auf jeden Fall gleich mal killen. Leider greift ihr den da hinten an. Ärgerlich. So, dann einmal hier. Wunderschön, das ist eingefroren gewesen, alles kaputt, Toti gemacht und so, wunderschön. Dann müssen wir jetzt den da killen, am besten noch in Kombination diese Spinne da treffen. Schauen wir mal. Ja, leider nicht so schön gewesen. Oh, die spucken aber echt viel. Gut, lass uns erstmal ein paar Kugeln holen, würde ich sagen. So. Ah, Mann. Also da muss ich echt noch ein bisschen trainieren, ne? Gerade die Spucker sind heftig. Die muss ich jetzt erstmal loswerden. Ernsthaft? Ja gut, das wird dann auch wieder nichts mit dem Win. Das Problem ist, dass die... Okay, wir haben ein bisschen Leben auf jeden Fall. Das können wir uns mal holen. Sehr schön, gekillt. Die Spucker sind echt gefährlich, wie ich finde, ne? So, wir schauen mal. Naja. Können wir nicht viel machen, ne? Wir haben nicht genug Schaden. Wir brauchen einfach mehr. Wir müssen jetzt wieder mehr farmen. Na, dann sind zwei Fähigkeiten, die ich halt nicht genutzt hatte, ne? Das ist natürlich sehr bedauerlich. Todesblitz Eismeister. Und Blitzkugel aufrüsten. Und Todeslaser und Eisfrost-Kombo. Na, wahrscheinlich, wenn wir sie hätten kombiniert, dann hätten wir... Ein Boss kommt. Achso, siehst du, 40 ist schon das Maximum, oder wie? Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ab 40 kommt der Boss. Ah, leck mich doch. 80.000 springt und wirft Monster. Am Arsch, würde ich mal sagen. Hm? Wir sitzen aus mit am Arsch-Boss-Monster. Oh, verdammt, der kommt zu mir. Eieieiei. 210er Kombo. Leider greift der mich komplett... Oh, der hat... Der war jetzt nicht so wertvoll. Guck mal, ich kann mich jetzt nicht bewegen, ne? 10.000! Ja, moin. Das kriegen wir leider wahrscheinlich nicht hin, ne? Aber wir müssen das auf jeden Fall nutzen, dass wir da, dass die viel Leben haben, ne? Und dass wir halt ganz viele Kombos machen können. Das ist halt super wichtig, ne? Das ist halt super, super wichtig. Und dann, wenn es zu langsam geht, ne, wird es halt immer schneller. Aber wir kriegen auf jeden Fall Leben, wenn wir die Gegner killen. Sehr cool. So, Spinny. Schießt du noch mehr? Das ist leider ein Problem, ne? Ich krieg den halt nur einmal angetroffen nochmal, den Gegner. Aber zumindest den kriege ich down. Ah, tut das weh. Und ich kann halt... Oh, nice. Ach, komm schon. So. Er kommt leider wieder zurück. Ärgerlich. Das war nicht so gut. Wieder unbesiegbar. Das heißt, alle zwei Runs sind wir scheinbar unbesiegbar. Ne? So, na dann. Ich würde sagen, mach mal so, dass der die Spinne angreift, ne? Ah, das war Mist. Gott, ist das peinlich! Ah, das war schlecht. Wie viel Schaden kriegt der eigentlich durch das Brennen? Okay, er kriegt keinen prozentualen Schaden. Hätte sein können. So, auf jeden Fall, ne? Wichtig immer, die Kugeln müssen hinter die Gegner gehen. Oh, wir haben sogar ein normales Skelett. Nice. Hallöchen. Hast du noch ab? So. Weg mit dir, du hässliche Spinne. 8000 Leben hat er nur noch und wird jetzt gekillt, oder? Das ist cool, dass die Balls wirklich ewig bleiben und nicht nach einer bestimmten Zeit despawnen. So, dann let's go.
Da stand aber gerade, dass er eigentlich durchgeht, ne? Aber gut. Dann machen wir es so. Wobei der Boss besiegt, das sind alle getötet worden. Sehr schön. 1220. 40 Stufen erledigt. Level 3 bekommen, 50 Gems, 2000 Gold. Und nochmal ein bisschen XP und Dingens, alles klar. Schmutzige Wüste, nicht Wäsche. So, wir haben neue Gegner. Diese drei Gegner haben wir, jetzt haben wir einen neuen. Glückwunsch zum eigenen Sparschwein. Habst du der Level, kannst du viele Edelsteine erhalten. Los geht's. Zerbrich das Sparschwein und jetzt, um die Edelsteine zu bekommen und absolute Level. Nee. Abgelehnt. Nicht für 59 Cent. Gut, dann kann man auf jeden Fall neue kaufen. Und zwar einmal 1500. Und nochmal 1500. Jetzt müssen wir wieder erstmal Geld farmen, auf jeden Fall. Für das nächste. Aber ich würde gerne das hier kriegen: Upgrade. Wo Hauptstufen, Stufenbelohnung. Okay, exklusive Pakete. Alles klar. Also, okay, man kriegt sie auch so. Das finde ich gut. Und wir haben das hier erledigt. Da ist es doch. Haben wir natürlich wieder mehr Energie bekommen. Sehr schön. Eine zusätzliche Fähigkeit zu Beginn des Spiels. Finde ich sehr nice, was die gemacht haben hier. Hat die Münze zu Beginn des Spiels. 2 kostet das jetzt allerdings. 10 Energie kostet das. Aber ich muss sagen, ich finde es lustig. Lass uns doch aus dem Let's Play machen. Und mal weiterspielen und schauen, wie weit wir denn kommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von dem wunderschönen Spiel Punball. Wie gesagt, von den gleichen Entwicklern Habbo, soweit ich weiß, wie Archero. Punball, Google Play. Schauen wir nochmal nach. Und natürlich hat mich mein Gedächtnis nicht geirrt. Archero ist ebenfalls vom Entwickler Habbi. Und ja, ich bin gespannt, wie lange wir Spaß an dem Spiel haben werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Oh, was haben wir hier? Stufe 1 absolviert. Habe ich das schon? Stufenkampf. Ah, okay, das sind verschiedene. Alles klar. Okay, na dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.